Seid recht herzlich gegrüßt, liebe Pyros, zu diesem neuen Unboxing-Video. Ich habe ein Paket von Röder Feuerwerk bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß nur ehrlich nicht gesagt, was es ist. Ich vermute mal, dass es dieses YouTuber-Paket ist. Aber keine Ahnung. Ich hoffe, ich werde nochmal aufgeklärt. Aber egal. Ich freue mich echt super doll drüber. Es ist immer geil, wenn es was gibt. Und Röder packt immer geile Pakete. Und deswegen fangen wir jetzt direkt mal an. So, da haben wir das. Das entfernen wir mal direkt. Ja, vielen Dank für deine Teilnahme. Röder YouTube-Gewinnspielen. Damit ist auch meine Frage schon beantwortet. Sehr schön. Ja, zur Erinnerung, dein Paket, bla bla bla. Das kennen wir ja, ne? Wenn ich jetzt irgendwas hochlade, dann muss ich da das Röder-Logo verwenden und einen Hinweis. Das ist überhaupt kein Thema. Mindestens 2 Videos, das kriegen wir auch auf die Reihe. Ja, mach mal. Das ist überhaupt kein Thema. Danke Röder Feuerwerk für das Paket und ich setze das um. Wir gucken mal, was hier erstmal drin ist. Oh, das ist geil. Das ist ein Beutel von... Zoomen wir mal ein bisschen raus. Richtig große Einkaufstasche, sehr cooles Design. Nice. Vor allem, ich habe gefühlt, weiß ich nicht, von fast allen Feuerwerksfirmen Beutel. Komet, Zehner, Beko, Blackbox. Cool. Passt mir auf jeden Fall gut in die Sammlung rein. Wir machen direkt weiter. Hier haben wir mal einen Aufkleber. Feuerwerksjunkie, zweimal der Runde, der ist ganz hübsch. Dann natürlich Make Sylvester Great Again, Fireworks First. Cooler Aufkleber, auch eine Handvoll drinne von Röder. Freue ich mich. Was haben wir hier denn? Huch, was ist denn das? Was ist denn das? Ist das ein Kissenbezug? Ach nee, das ist ein Beutel. Das ist noch ein Beutel. Geil. Ich bin ein Feuerwerks-Junkie. Richtig cool. Gehen wir mal hoch. Geil. Cool. Mensch, was habt ihr denn an Sachen rausgehauen, Röder? Respekt. Geile Sache. Machen wir weiter. Nehmen wir uns mal hier dieses Ding. Na. Und das ist ein Zettelblock von Röder auf der Europalette. Das ist auch total geil. Zettelbox ist für mich immer praktisch, da ich ja, einen Bürojob habe und auch so viel zu Hause am PC mache für Videos und alles, da braucht man das tatsächlich oft. Geiles Ding. Dann haben wir ein paar Luftballons hier im Röder Design. Was gibt es denn noch? Der erste Feuerwerksartikel. Powerballs von Keller. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Ein Rauchtopf Weiß von Pyrotrade. Produktionsjahr 2016 mit Reißzündung. Das ist ja mal eine geile Sache. Also die kenne ich ja nun noch gar nicht. Pyrotrade Rauch. Was steht hier denn noch so drauf? Kategorie T1 weißer Rauchtopf. NEM 90 Gramm. Das ist sogar recht ordentlich. Geil. Das gefällt mir sehr gut. Rauch kommt bei mir immer gut an. Ja. Da geht es auch mal direkt weiter mit Rauch. Blackbox, Rauchfackeln. Orange steht drauf. Bunt ist drin. Bunt ist immer gut. Sehr, sehr geile bunte Mischung. Und Rauchfackeln, verschiedenste Farben. Top. Dann haben wir zweimal Bengal Royal in Grün und Rot von Blackbox. Die sollte jeder kennen. Schön zur Illumination von Feuerwerken. Oder auch mal so. Ja, Silvester, was auch immer. Die fetzen die Dinger. Ja. Hier sind noch ein paar Luftballons. Dann haben wir hier noch was Feines. Pyrogiochi. Spricht jeder anders aus. Ich sage Pyrogiochi, Bengala, Rosso. Das müsste meiner Meinung nach sein. Ein F1-Artikel, genau. Bengal, Feuer, Kategorie F1. 21 Gramm. Schick. Und das gibt es hier auch noch mal im
blau. Und hier hat sich noch eins versteckt. Sogar Bengala Viola. Also wahrscheinlich ein violetter Farbton. Nicht schlecht, hatte ich noch nicht gehabt, aber habe ich Positives von gehört. Dann machen wir weiter mit einer Tasse. Auch in dem Design, wie der Beutel war und die Sticker schon waren. Auf Feuerwerkstassen fahre ich ja auch ab. Habe ich sogar schon eine von Röder Feuerwerk, die ich sehr gerne nutze. Ja, cool. Das fetzt auf jeden Fall. Weiter geht's. Noch ein paar Luftballons. Hier ist ein Feuerzeug. Feuerwerks fast. Oh, es geht sogar. Wow. Ein Kugelschreiber von Röder. Klassischer. Ein paar Kellerleuchttaler. Ah, und hier kommen die richtigen Schätze. Jumbo Rauchfackel in Weiß von Blackbox. Das ist die, die richtig raushaut, die Variante. NEM 198 Gramm. Die Teile sind richtig fett, also die machen richtig Laune. Geiles Ding. Sehr, sehr cool. Und das Ganze gibt es direkt nochmal in Purple. Ja, also lila. Nee, Purpur. Ach, pardon, in Purpur. Also ist trotzdem lila, aber auf Deutsch ausgedrückt. Dann immer ganz hübsch. Ultralux Breslauer Feuer. Sauhell, saugeil zum Ausleuchten von Sachen oder einfach mal so. Da kann man schon gut was mit hermachen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Feuerkegel Nummer 1 von Blackbox. Der ist auch in der T1 Variante, NEM 36,7 Gramm. Ja, also die Feuerkegel von Blackbox sind allgemein alle richtig schön. Die gefallen mir sehr gut. Top. Ja. Und das war's dann auch schon in Anführungsstrichen, weil das Paket ist leer, aber der Tisch ist voll. Das waren super, super geile Artikel in dem Paket. Freue ich mich richtig doll drüber. Also echt eine super Auswahl. Merch-Artikel sind klasse, die gefallen mir super. Ja, Rauchartikel, Bengal-Artikel, alles was dabei. Freue ich mich. Vielen Dank an Röder Feuerwerk. Testvideos werden folgen, da könnt ihr euch sicher sein. Und dann schaut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.